Jo! Hallo und willkommen zurück bei Metin 2. Ja, bevor ich jetzt so groß drüber rede, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich will den traditionellen Helm nochmal appen. Bevor wir jetzt irgendwas machen, tun wir den jetzt einfach mal appen. So, dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Bam! So, plus 7. Das mache ich jetzt einfach mal weiter. Fail. Dann nehme ich jetzt mal den hier, weil wir haben noch ein bisschen Abzeug. Und dann ab ich den jetzt auch. Fail. Okay, ja, gut. Das war natürlich jetzt nicht so schön. Dann kaufe ich jetzt noch ein paar, weil wir brauchen noch einen auf jeden Fall. Dann nachher für das, was ich vorhab. Nee, wir brauchen so oder so einen. So. Dann ab ich die jetzt nochmal. Ja. Zack, zack. Hallo, lieber Schmied. Bevor wir hier irgendwie, keine Ahnung, kein Equip mehr haben, bring uns doch mal wieder was auf plus 9. Zack, 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 zack. Und dann nach dem Zeug, dann reicht's erstmal fürs Erste mit dem Appen, denke ich mal. Denn ich habe einiges vor. Ist nicht gerade wenig. So, plus 5. Plus 6. Jetzt will ich mal gucken, wie weit die Guisame hier noch geht. Weil vielleicht hab ich ja auch nochmal eine Guisame. Aber hier haben wir nur noch ein. Können wir nur noch ein einziges Teil abnehmen. Ich glaube, es wird dann der Helm sein. Ja, es wird sowieso der Helm. Ich hab jetzt einfach mal noch einen zweiten, so zum, für den Notfall, so, zack, so, plus 3, plus 4, oh, okay, plus 1, plus 2, plus 3, plus, na, plus 4, plus 5, nicht. So, nochmal das gleiche Spiel. Plus 1, plus 2, plus 3. Na, okay. Lieber Schmied, wir sind doch gute Freunde. Wir kennen uns doch schon seit Jahren. Wie sieht's denn aus? So. Zack. Zack. Ach komm, mir jetzt egal. Plus 7. So. Plus 8. Fail. Verdammt. Naja, dann können wir das eben doch nicht machen. Kriegen wir halt keinen Helm plus 9. Aber das macht ja überhaupt nichts. Denn wir werden heute hochleveln. So. Und zwar werde ich versuchen auf Level 25 zu kommen. Und dann haben wir. Ja, ich hab erstmal, bevor wir jetzt hier. Und dann können wir während dem Laufen. Obwohl wir müssen ja gar nicht. Ja, ich sag's später, um was es geht. Ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich möchte jetzt erstmal wieder unseren Helm plus 6, dass wir überhaupt ein bisschen was an Def haben. Und dann sage ich, was ich die letzten Tage so gemacht habe und was sich jetzt verändert hat. Die einen oder anderen haben jetzt schon einiges gesehen, das anders ist. Und für die, die es jetzt noch nicht bemerkt haben, für die werde ich es gleich nochmal erzählen. Ach verdammt, es fängt ja schon mal super an hier. Komm, jetzt mach mir mal wieder so ein Ding plus 6. Ich habe nicht ewig Zeit hier. Ich möchte hier nicht die erste ganze Folge hier wieder verbringen. Komm, mach mal jetzt hier schneller. Zack, 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 zack. Ja, ja, wir rennen dir die Türen ein, ich weiß. Und so. Oh Mann, was ist das? Was ist da los? Bestimmt hat er gemerkt, dass wir eine Menge Kohle bei uns haben und deswegen will er jetzt nichts mehr für uns
klappen lassen. Er will uns nur noch abzocken, so dritte Wahlsachen gibt er uns jetzt hier. So. So, passt. Das geht ja nicht mehr, ne? Nee. So. Unser Helm, den anderen schmeißen wir weg, weil die brauchen wir nicht mehr. So, ich werde jetzt ins OT gehen, da wo wir letztes Mal waren, und werde dort hochleveln auf Level 25. Ich habe mir hier dieses Drachengott-Amulett von meinem Main-Char geholt. Sowas könnt ihr euch leider nicht mehr besorgen, weil da gab es damals so ein Event mit den Glyphensteinen und so ein Kram, und da musste man diesem einen Typ da auch irgendwie Goldbarren oder sowas bringen, und der hat dir dann sowas dafür gegeben, so ein Drachengott-Amulett. Und mit dem kann ich mich ohne Probleme einfach auf die Reckwiese teleportieren. Das war eigentlich mehr oder weniger für die Grotte gedacht, aber wir können es auch so nutzen. Das ist ganz geil. Ach scheiße, jetzt habe ich die Charmi, glaube ich, gar nicht bis hier hin... Oder doch. Ich habe sie, glaube ich, hier hingestellt schon. Dann ist das Ganze ein bisschen schneller und so weiter. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal auf Level 25 leveln. So schnell wir können. So, dann kann ich auch gleich mal sagen, also wir haben hier einen Tigerplattenpanzer. Moment eben. Den Tigerplattenpanzer habe ich mir jetzt eben geswitcht die Tage. Da habe ich dreimal Chars hochgelevelt. Ich logge eben gerade kurz die Charmi ein. Müsste gleich da sein. Dann kann ich nämlich auch schon loslegen. Ich habe mir Chars hochgelevelt auf Level 20. Dreimal habe ich das Ganze gemacht. Was mich ein bisschen angekotzt hat, ich wurde, was weiß ich, wie oft gekillt von den Leuten. Ja, und das hat mich ein bisschen genervt. Warte mal eben kurz, ich mache eben mal die Lautstärke ein bisschen runter. So, das passt jetzt. Dann, ich habe, auf jeden Fall wurde ich bestimmt 20 Mal oder so gekillt. So, ich probiere jetzt mal hier Folgendes. Sowas könnte man ja mal machen. Oh, ich glaube, das war nicht so schlau. Achtung. Ah ja, wir können ja von dem nicht schlagen. Dann so. Oh, hat er die angegriffen und ist gestorben, oder wie? Ja, ja, das ist ja super. Jetzt haben wir unseren Umhang umsonst eingesetzt hier. Ach. Das ist ja richtig geil. Für was habe ich jetzt meinen Umhang verwendet? Naja, dann eben hier unten. So, KR kann man ja jetzt auch anmachen. Haben wir jetzt zwei Punkte ja drauf. Und dann kann ich eben, also hier den Tigerplattenpanzer habe ich mir geswitcht. Habe ich mir gedacht, ja, den kann man so lassen. 10 Nahkampf reflektieren plus das von der Charmi ist dann doch schon ganz geil gegen Ninjas. Und die Dolch-Def eben noch und dann noch Zauberspeed. Ja, habe ich mir gedacht, komm, lässt es einfach mal so. Habe ich dann so gelassen. Und das war auch eigentlich das Ganze zu diesem Tigerplattenpanzer. Dann, was wir jetzt haben für die nächsten Level. Also erstmal diese Goldhalskette hier mit TP-Regeneration 20, 1,5k TP. Halt, wartet mal kurz hier so. So, dann mache ich das mal so. Dann ist das schöner. So. Also, 1,5 KTP, 50 MP, 5 MP Absorb, 5 dB. Das wird uns reichen zum Farmen, denke ich mal. Ja, also mit Umhängen sieht es wohl heute dann schlecht aus, wenn der 41er hier noch sein Unwesen treibt. Aber was willst du machen? Okay, dann haben wir hier einen Eisenhelm, 20 Orks. Wird uns reichen. Und wenn es dann an die schwereren Mobs geht oder an die Metinsteine, dann haben wir hier den Eisenhelm hier mit 20 Teufel, 20 Tiere, 30 MP-Regeneration, 10 Windwiderstand und 30 TP-Regeneration. Und zu den anderen zwei komme ich gleich, was ich jetzt hier noch habe. Das sind halt die Helme, die ich aktuell habe für Level 21. Die habe ich jetzt einfach mal alle da drauf. Die kann ich jetzt auch mal noch weiter zeigen. Dann haben wir hier einen mit 20 TP-Regeneration, 10 Halbmenschen, 6 Tiere, 10 Esos und 5 MP-Absorb.
Und dann haben wir noch einen, das ist unser letzter. Der hat 20 TP-Regeneration, 10 Untote. Und wartet mal eben kurz, ich buff mich nochmal schnell. 20 TP-Regeneration, 10 Untote. 20 Untote, 20 TP-Regeneration, 10 Orks, 30 MP-Regeneration und 15 Blitzwiderstand. Wo laufe ich denn hin? So. Gut. Hier hat sich noch nichts verändert, außer ich habe 4 Bonis reingemacht. So, soweit und hier. Also hier mit dem Leveln, das wird heute lange dauern, wenn wir hier weiter leveln wollen, habe ich so das Gefühl. Weil der eine Typ da unten ist. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Weil vorhin, als ich die Shami hierher gestellt habe, war nämlich hier keiner. Ja, also auf jeden Fall hier. Das und das hier noch haben wir. Dann haben wir noch das Schild hier. AGO, 5 Halbmenschen und der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. 6 Tiere. Naja, okay. Plus 7 ist das Ganze. Reicht uns auch. Und ich denke, damit können wir dann schon so weit, so gut farmen eigentlich. Sobald wir Level 25 sind. Aber das wird leider ein bisschen länger dauern mit diesem Sura, den wir hier noch haben. Du möchtest uns doch nicht ernsthaft hier irgendwas jetzt klauen, oder? Naja. Dann haben wir hier diese PMs, weil ich werde auf jeden Fall heute versuchen, die Pferdequest noch anzufangen. Was jetzt ein bisschen doof ist. Dann wird die erste Folge, die zweite Folge und wahrscheinlich auch die dritte Folge fürs Leveln draufgehen, habe ich so irgendwie das Gefühl. Weil das geht dann doch irgendwie nicht so schnell, wie ich mir das gedacht hatte. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt noch einen XP-Ring geholt. Den haben wir jetzt halt im Lager. Naja. Kann man nichts dagegen machen. Ja gut, und dann habe ich weiter geswitcht und sowas. Mit diesen 3x7 Chars. Und dann habe ich mir... Ich habe mir erstmal das VMS wieder vom Kumpel zurückgeholt. Das eine. War crap, aber halt 4er Steine, DB und Krieger plus 4, ja. Und dann habe ich geswitcht und habe dann rausbekommen 29 DSS, 10 Halbmenschen, minus 7 FKS, 6 ESO, 6 Orks, ja. So weit, so gut. Dann habe ich erstmal gefragt, weil mir hat das Ding eigentlich nicht so überkrass gefallen, ne. Dann habe ich erstmal gefragt, ja, was ist denn das wert, habe ich im Chat gefragt, so. Gut. Und dann habe ich keine Antworten bekommen, wie viel es wert ist, aber ich habe ein Gebot bekommen. Und zwar hat mir jemand Ebis plus 9 geboten mit 5 Bonis. Da haben wir einmal 20 Orks, 15 Pfeildev, 6 Teufel, 10 ESO und 10 Zweihand haben wir da gehabt, ne? Und dann habe ich es mir überlegt, habe mir so gedacht, ja gut, lohnt sich eigentlich gegen die Ebis zu tauschen, ne? Weil du hast ja eh keinen Verlust, machst du sowieso nicht. Und weil ich habe ja das VMS damals für 20 KK mit Crap gekauft. Also den Verlust hast du schon mal nicht, weil du es selber geswitcht hast. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, 20 Orks, ja, die kannst du doch eigentlich auch in der 90er Map gebrauchen. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, würde gerne tauschen. Und dann haben wir direkt getauscht. Also habe ich jetzt das eine VMS nicht mehr, aber ich habe noch ein zweites. Es ist zwar nicht der Oberhammer, aber das wird erstmal auch... Es geht, es geht. Es sind 20 Teufel drinne, 29 DSS... Monster plus 3 und halt ein Splitter. Das ist ein bisschen schade, aber das macht jetzt auch nichts. So. Dann haben wir gleich Level 21, würde ich mal sagen. Und wenn wir dann das Level 21 haben... Oh, ein Silberarmband. Auch ganz geil zu wissen. Hatte ich hier auch noch nicht. Muss ich sagen. Obwohl ich schon sehr lange spiele. Silberarmband hatte ich hier noch nicht. So.
Ist vielleicht auch neu, weiß ich nicht. Dann habe ich halt die Ebis gehabt. Ich musste auch tauschen, also... Der hatte auch gemeint, ja, er hat keinen Bock, da irgendwie rumzumachen mit den Ebis noch. Und er will sowieso ein VMS haben, deswegen wird er da auch tauschen. Er weiß zwar, dass die Ebis mehr wert waren, aber hat er trotzdem getauscht. Fand ich auch ganz geil. Auf jeden Fall ein korrekter Typ. So. Dann schalte ich jetzt eben mal die Musik um. Das nervt mich ein bisschen so. Ah, endlich. So, wieder ein bisschen entspannter. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Dann war ich, halt mal. Ja, manche fragen sich jetzt schon wieder, ja, wieso hast du jetzt schon wieder hier bei der Critch Army, wieso ist sie jetzt schon wieder in einer anderen Gilde? Denn vielen wird es wahrscheinlich jetzt noch gar nicht aufgefallen sein, aber jetzt wisst ihr's. Auf jeden Fall, das war so. Mein Kumpel hatte ja die neue Gilde aufgemacht gehabt, Poor Reason. Aber er hat gemeint, er hat irgendwie gar keine Lust mehr da drauf und so. Und da läuft sowieso nichts. Und er hat gemeint, ja, da ist einer, den ich kenne, der hat jetzt eine neue Gilde aufgemacht. Wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach mal da reingehen? Habe ich kurz überlegt und habe dann gesagt, ja, okay, warum nicht? Gehen wir einfach mal darüber. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht mit dem Leader und sind dann auch später in TS reingegangen und dann wurde die Gilde auch immer weiter voll, also da sind immer mehr neue Leute reingekommen und ich muss sagen, also der erste Eindruck, ich finde die Gilde eigentlich ziemlich korrekt und so, also bis jetzt ist alles cool und sowas und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dann habe ich eine schöne neue Gilde gefunden, kann man mal so sagen. Ja, und dann war ich mit dem Leader auch die Tage mal in der 90er-Map. Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt mal die Bosse versuchen. Hat auch ganz gut geklappt. Der Lemuren-King oder so haben wir dann gemacht. Und die Drops waren jetzt nicht so der Hammer. Hatten wir ein bisschen Pech, aber was willst du machen? Aber die gingen eigentlich ganz gut. Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch ein Video, wo ich in der 90er-Map oder sowas ein bisschen farme. Das weiß ich aber jetzt noch nicht, weil ich glaube, ich fahre mir da noch ein bisschen Equip an. Ihr habt auch gesehen, ich war auf jeden Fall nicht faul. Ich habe die ganzen Switcher da mir geholt, diese 20er-Chars da. Dann habe ich hier ein bisschen Young gefarmt. Ich habe den Tausch gemacht. Auf jeden Fall war ich nicht faul. Ich habe ja mich ein bisschen bemüht, dass wir ein bisschen was mehr haben, ein bisschen mehr Equip und sowas beikriegen. So, und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich muss noch ein bisschen überlegen, ob ich jetzt nicht erst noch ein bisschen Equip für Vorbild kaufe oder gleich für hier den Char. Weil ich meine, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Und in der Zeit kann ich mir ein bisschen Equip für Vorbild noch kaufen. Und dann auf der neuen Map oder irgendwo anders noch ein bisschen farmen. Weil vielleicht haben wir ja Glück und droppen mal ein paar gute Sachen. Und dann können wir das Equip für den Farmer noch ein bisschen leichter erfarmen, denke ich jetzt mal. Es wäre nicht mal so schlecht, wenn wir das so machen. Und, ups, jetzt sind wir down. Und dann werde ich jetzt, ich habe das Young jetzt hier drauf, aus folgendem Grund, dass ich es nicht gleich wieder ausgebe, weil ich bin immer so einer, der gibt das Young direkt wieder aus. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier drauf gehandelt, um es euch zu zeigen, dass ich nicht faul war und dass ich das nicht gleich wieder ausgebe. Weil ich war nämlich gestern schon wieder auf dem Markt, habe mich so ein bisschen umgeschaut und wollte schon wieder was ausgeben. Da waren zwar geile Sachen, aber die waren teilweise echt teuer, so 450 KK. Da war so eine ganz geile Ami, Amethysthalskette. Die habe ich gesehen mit 10 Pfeildev, mit 1,5 KTP, 10 MP Absorb, 5 DB und 5 Ohnmacht. Also eine ganz geile Kette für die Grotte oder auch für die Generäle.
Aber doch schon ein bisschen teuer für 450. Aber geil. Aber geil. Auf jeden Fall.